jetzt einmal nach da hinten wieder. Mensch, ich liebe das Hin- und Herrennen. Ich merke schon wieder, dass das hier so wieder so ein Suchtabend wird. Ich habe aber zum Glück vorhin erstmal gefragt. Morgen muss ich Gott sei Dank nicht früh aufstehen. Ich darf also morgen auch schlafen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann wunderbar bis in die Puppen. Okay. Das sind mir immer so die liebsten Tage, wo ich nicht früh aufstehen muss. Wobei, gut, ich muss diese Woche unbedingt noch zum Rathaus. Bei uns. Da habe ich auch schon wieder Bock drauf. Denn der wieder mit Mistgehen zu sitzen. Und vor allem, wenn dann noch die unfreundliche Trolle vom letzten Mal da ist, ja, dann Prost Mahlzeit. Durchzocken ist super geil. Ja, oh Gott, es gibt, ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres, als danach durchzuzocken. Es ist toll. Ich liebe es. Ich werde einfach aus, wenn ich will. Ja. Geht halt mittlerweile bei mir nicht mehr ganz so. Muss halt immer so ein bisschen Rücksicht nehmen. Vor allem, wir haben halt auch noch einen Welpen bei uns gerade zu Hause. Er ist 4 Monate alt und da ist Aufstehen in der Früh im Programm. Und ja. Das heißt, wenn Herrchen nicht da ist, muss Frauchen ran. Das heißt, wir manchmal auch um, ja, 4, 5, 6, 7 raus. Wenigstens schläft er teilweise schon nachts durch. Das heißt, wir müssen nicht mehr mitten in der Nacht aufstehen und raus. Selten. Nur wenn es wirklich drückt. Aber dann schreit sie mittlerweile. Bin selbstständig. Ja, ich auch bald. Ich auch bald. Ich muss nur noch mein Gewerbe anmelden. Dann bin ich auch endlich selbstständig. Aber ansonsten kann ich es mir halt so weit halt auch frei einteilen, aber halt mit Hund ist das gerade erstmal noch. Wenn sie älter ist und wirklich ihre festen Zeiten hat, dann geht das alles. Und sobald wir endlich einen Gartenzaun haben, dann geht das. Da kann ich auch wieder sagen, so, Ich mache durch. Oder mein Wochenende. Du bist ja schon wieder da. Hast du Kleinhals uns einen Zielschein gemacht? Ja. Da können wir ja zu echten Gegnern schreiten. Und ich denke, wir haben da gerade genau die richtige Anfrage bekommen. Es geht um reißende Mördervögel und schleimige Giftmollusken. Gut, die nur auf dich warten. Hey, ich mache nur Spaß. Im Ostwald um den Honighof wohnen Geier und Baumschnecken gesichtet, die Gegend verwüsten. Die Druiden haben uns gebeten, die Plage einzudämmen, weil weder Nufikas Schar noch das Klageregiment Zeit haben, sich darum zu kümmern. Nein, nein, sag nicht, dass die Druiden die Sache selbst in die Hand nehmen sollten. Es gibt einen guten Grund dafür. Du solltest inzwischen wissen, dass jede Kreatur eine ganz eigene Angriffsweise hat. Behalte das im Hinterkopf. Und denk auch daran, nie die Umgebung aus den Augen zu lassen. Ach ja, komm. Ja, wir sind als Hunde friss. Echt? Dein Ernst? Oder nur jetzt nur so dahergesagt. Wenn ja, ist das auf jeden Fall cool. Ich will auch so Luftschiff haben. warte, wo kann ich hier meine... Da geht die Hauptquest weiter. Dachchen. Ein furchtbar dringende Botschaft von Mizun? Dann geh rein. Jo, danke. Es wird mal Zeit, dass hier mal wieder synchronisiert wird. Ich mal Sprung.
Ausbildung. Sehr cool. Das ist richtig geil. Noch eine Ausbildung als Hundetrainerin. Soulkeeper, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Und willkommen bei den Samtpfoten. Das genaue Gegenteil von den Hunden. Ja, aber es ist echt cool. Also ich, eine Bekannte von meiner Mutter, also es ist schon ein paar Jahre her, die war auch Hundefriseuse. Ich fand das tatsächlich immer interessant. Ich wollte als Kind nie glauben, dass es sowas gibt. Genauso wie es ja auch Katzencafés gibt, zum Beispiel. Nee, sowas finde ich cool. Oh, die berühmte Abenteurerin persönlich. Alle Welt spricht von dir. Wie kann ich dir helfen? Von Mizun kommst du? Das ist ungewöhnlich. Worum geht's? Ja, Brief. Lies selber. So bin ich noch mal aufhören. Guten Abend. Gute Nacht. Ja, danke, dass du da warst, Kaya. Und dir auch eine wundervolle Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, vielleicht bist du... Ich weiß nicht, ob du am Mittwoch auch als Mod mal vorbeischaust. Ich weiß ja nicht, wie du zeitlich ausgelastet bist. Aber würde mich freuen, wenn du dann auch wieder als Mod da bist. Und vielen lieben Dank und wir schreiben. Wir tippseln dann noch. Wir haben auch 5 Katzen und nur einen Hund. Wir haben 3 Perserkatzen und 2 Maine Coon Katzen. Oh, ich liebe Katzen. Wir haben einen Hund, 3 Katzen, einen Hasen, bei 2 Hasen und jede Menge Fische und Krebse. Wir haben, also unser Hund ist ein Mischling, also halb Australian Shepherd und halb Flat-Coated Retriever. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wir haben ein stinknormalen Hauskater. Dann auch ein Maine Coon. Das ist mein Schnuckelchen. Mein süßer kleiner Salem. Das ist mein Goldschatz. Und ein Bengalkater haben wir. Das ist auch mein Goldschatz. Nee, aber ich liebe meinen Maine Coon. Der ist so flaschig und knufflig und verschmust und ich liebe Katzen, weil sie so nicht erwähnt habe. Jetzt gucken, kriegen wir bestimmt, wenn wir schreiben. Okay. Wie gesagt, ja, eine gute Nacht und ja, wir tippseln dann nachher, morgen, wann auch immer. Nee, Katzen sind was Schönes. Den Wächterbaum wollen diese Wilden zerstören? Das kann nicht sein. Warum tragen die eigentlich alle Masken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was dran ist. Aber als Schutztruppe Gridanias können wir die Warnung wohl nicht in den Wind schlagen. Wenn Mizun mit ihrer Vermutung recht hat, ist es vorbei mit den relative Ruhe im Wald. Es könnte schon sein, dass diese Gestalt, die der angeblich dunklen Machenschaften nachgeht, mit den X-Sai unter einer Decke steckt. Wenn man bedenkt, wie verdächtig aktiv sie seit kurzem sind. In solchen Zeiten bräuchte man ein paar tüchtigen Krieger des Lichts. Aber was rede ich da? Ich danke dir, dass du mir die Nachricht überbracht hast. Du kannst mir schon versichern, dass ich einen Trupp meiner besten Männer... Kommandant! Kommandant! Synchronisation! Synchronisation! Wir brauchen Synchronisation. Was gibt's? Die X-er greifen den Wächterbaum an. Was? Das darf nicht wahr sein. Ja, ihr wart wohl ein bisschen langsam. Du steckst bereits mit einem Fuß in der Sache. Lauf voraus zum Wächterbaum, damit wir diese gefiederten Idioten aufhalten. Warum eigentlich immer ich? Ist doch eure Aufgabe, nicht meine. Ihr habt doch gar nichts damit zu tun. Ich will doch eigentlich nur... Ich will nur Geld machen. Mir irgendwo...
eine Festung holen. Anderen Leuten auf den Sack gehen. Alle Zielscheiben zerstören, die es auf der Welt gibt. Mehr will ich doch gar nicht. Irritieren die Ostereier immer noch. Vor allem, weil Ostern schon lange vorbei ist. Ist sehr seltsam hier. Wobei ich mir auch gar nicht angeguckt habe, was das jetzt hier für eine Festlichkeit ist, was hier vonstatten geht. Hätte ich vielleicht mehr machen sollen. Irgendwie zu Fuß. Ich habe ja auch keine Antwort, warum ich jetzt zu Fuß laufe. Wo muss ich hin? Da hinten. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich da hinkomme. Irgendwo da, ne? Werden wir schon irgendwie finden. Wahrscheinlich gehen wir drauf. Wie ich mich kenne, laufe ich wieder durch das Gebiet der etwas relevanten Viecher. Also nicht da oben lang gehen. Ich hoffe, dass es hier irgendwo durchgeht. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ich stürze mich dann einfach den Wasserfall darunter. Da ist noch ein Hornizienschwarm. Ihr könnt euch nicht verstecken. Die kleinen süßen Hornisse. Also wenn so eine Hornisse ankommt, ne, da bin ich aber ganz schnell weg. Und da sind Baumschnecken. Brauchen wir auch noch. Bin gerade gestorben. Echt? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier schon mal... Ich glaube, ich bin bisher im Stream noch nicht einmal gestorben. Kommt aber noch. Kommt doch früh genug. Spätestens, wenn ich wahrscheinlich gleich kurz in die Pause gehe. Weil mein Magen heute seinen eigenen Plan hat. Und meine Tablette nicht helfen will. Ich trinke ja schon zwischendurch immer mein ekelhaftes Zeug. Muss mir unbedingt mal ordentliche Magentabletten verschreiben lassen. Ist auf Dauer auch nicht normal. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich eigentlich heute gegessen? Ich würde gerne mit Level zu versuchen, Level 14 Mobs zu kennen. Oh nein! Das ist echt. Nee, nee. Nee, das ist so wie wenn ich aus Versehen mit Level 10 was, glaube ich, in ein Gebiet von Level 30er Monstern reinmarschiere. Habe ich auch schon geschafft. Ist nämlich direkt hier oben. Das habe ich mit meinem privaten Char geschafft. Erstmal schön in die 30er Mobs rein. Ich dachte auch so, jo, geil. Toll. Macht richtig Spaß. Aber ich neige in allen Final Fantasy Spielen dazu. Ich gerate immer in die Gegenden, wo ich nicht hin sollte.
bin einfach kein Tag vor Frauen. Kenn ich. Geil ist es auch, wenn man übersieht, welches Level die Leute haben, also die Monster haben. Und einfach nicht drauf achtet. Macht auch immer richtig Spaß. Du hast zwei Schatz. Ja, ich habe einen privaten. Und ich habe einmal den hier. Mit meiner süßen Katze. Weil ich halt auch privat nebenbei so ein bisschen spielen wollte. Weil es halt privat doch nochmal anders ist, als wenn ich jetzt hier so spiele. Das ist dann ein bisschen gemütlicher, sag ich mal. Also nicht, dass ich jetzt hier so auch hetzen würde. Ich spiele schon relativ gemütlich, aber... Das ist schon ein anderes Spielerlebnis, sag ich mal. Weil hier unterhalte ich ja quasi noch nebenbei. Und wie gesagt, mit dem anderen spiele ich dann halt einfach so für mich und kann dann auch mal eine Stunde lang quasi mir irgendeinen Baum angucken, einfach weil ich den toll finde. Oder wenn ich das Wasser angucke, weil ich das toll finde. Hier wäre das, glaube ich, eher kontraproduktiv, wenn ich erstmal eine Stunde nur in der Gegend rumspiele und mir die Gegend angucke. Ich glaube, da hätte keiner Bock drauf. Wenn der Chat jetzt schreibt, ja, dann hau ich euch. Ich hau euch. Weil ich mach das nicht. Privat auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja, aber im Privat bin ich auch mit einigen Leuten in der Gruppe. Da haben wir, Gott, vor 2 Wochen. Dann über PS haben wir dann das ein bisschen gequatscht. War ganz cool. Also ich habe damit keinen Problem. Okay. Wir machen das nicht. Privat können wir das gerne mal machen. Wir können uns gerne privat eine Stunde lang einen Baum angucken. Ich sitze auch manchmal stundenlang nur auf einer Insel. Und es ist halt schon geil. Und das Spiel sieht nun mal echt gut aus. Kann man nicht anders sagen. Und ich bin sowieso ein Final Fantasy Nerd. Also ich liebe sowieso Final Fantasy. Das Einzige, wo ich halt dieses Feeling halt nicht habe, ist bei Teil 15. Das ist... Ja. Wir reden nicht von Teil 15. Für mich existiert Teil 15 nicht. Das ist ein schwarzes Tuch. Das, nee. Einfach nur nein. Aber wir sind ja eh erstmal noch... Also ich spiele ja zurzeit auch die Reihe. Also die komplette Reihe. Und wir sind gerade erst bei Teil 3. Also das passt. Ich habe noch lange, lange Zeit, bis ich bei Teil 15 bin. Ja, grafisch, dass das Spiel echt ausgreift. Ja. Also... Wenn ich das auch mit Elder Scrolls vergleiche, was ich vorhin gezockt habe, das ist schon deutlich besser aus. Du bist also die Abenteurerin, die der Kommandant uns schickt? Sehr gut. Die Ekel haben den Wächterbaum umstellt und werden immer wilder. Was immer sie vorhaben, wir müssen verhindern, dass sie dem Wächterbaum schaden. Ja, lass uns loslegen. Ich wäre ja mal wieder dafür, dass es synchronisiert wird. Hörst du die Stimme von Erschaffung? Hörst du Stimme von Verzweiflung? Gott, seid ihr hässlich. Hört, was ich euch sage. Ich hätte immer noch gern Stimmenverzerrer. Aber der Stimmenverzerrer, den ich habe, der funktioniert leider nicht. Zumindest nicht so, wie ich es gern möchte. Den höre nur ich selber. Den hört ihr nicht, den hört keiner. Macht relativ wenig Sinn, der Stimmverzerrer. Dieser Wald, mein Bruder, ist der Wald der Ixal seit Anbeginn der Zeit. Der Ixal und nur der Ixal allein. Was sollte ich eigentlich das? Verzerrer sind lustig. Ja, ich möchte so gern Verzerrer haben. Aber. Oh, ich finde einfach keinen. Ich finde keinen guten, der das macht, was ich möchte, dass es macht. Weil zum Beispiel bei solchen Monstern wäre es so einfach geil, wenn ich dann einfach... Dann bräuchte ich auch nicht mir irgendwas überlegen, sondern könnt einfach, ne? Verzerrer anmachen und könnt... Spaß haben.
Oder wenn ich zum Beispiel meine piepsige Stimme haben möchte, dann einfach piepsig sein. Weil ich komm gar nicht so. Ich kann gar nicht so piepsig klingen. Also, ich bin eine Frau und ich kann nicht dieses Schrille kriege ich einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wenn ich jemals so. Doch, als Kind vielleicht. Als Kind hätte das so klappen können. Nur uns steht dazu. Und unser wird das sein. So sei es bis ans Ende aller Zeit. Macht ihr hier gerade einen Reim oder was? Stark ist unsere Macht, das Wort der Himmelsboten. Damit werden wir diesen morschen Stamm den Kristall entreißen und ihn niederlegen vor ihr. Vor Garuda, der göttlich Gewaltigen. Waren Garuda nicht? So ein bisschen Final Fantasy X auch diese Flugwesen? Die diese die Zunge so weit rausgestreckt hatten? Na, etwas verzeihen kannst du dir Filter fürs Mikro bei Obsolus sagen. Wollen wir was zusammenbauen? Echt? Das geht? Aber wahrscheinlich dauert das wieder Ewigkeiten, bis ich das gereiht habe, wie das funktioniert. Da kann ich mir mal angucken. Werde ja allerdings dann erstmal auf eine extra Szene packen, um das zu probieren. Sie wird mit tosem Sturm verjagen, was uns den Wald genommen hat. Stinkende Ungefiederte und Elementdämonen. Weg müssen sie von unserem Land. Dauert etwas, was einzurichten. Aber wenn es man hat, ist cool. Ja, aber ich muss mir da wahrscheinlich wieder Tutorials für angucken. Ich bin zu blöd für sowas. Aber ich kann mal gucken. Vielleicht finde ich da was. Top 1 nach links. 2 und 3 von der rechten Flanke. Und lass mich raten. Ich darf direkt drauf losrennen. Es fehlt eigentlich nur, eigentlich müssten sie mich nur an so einer Schnur irgendwo runterlassen. Dann wäre ich der perfekte Köder. Ich meine, ich muss sowieso die Drecksarbeit machen. Es ist doch egal, ob ich jetzt von vorne komme oder ob ich einfach von oben herabhänge. Der Rest bleibt bei mir, alles klar? Ja, ja. So zweit nach vorne oder was? Für YouTube kannst du dann ja im Schnittprogramm später verzehren. Ich auch gerne mal bei Videos. Jetzt stimmt das. Weißt du nicht, wie das bei Sony Vegas geht? Müsste aber, glaube ich, hoffe ich, aufgehen. Du hältst hier die Stellung. Mögen die Gebiete mit dir sein. Die Gebiete seien mit uns. Oh, die Musik ist auch schon wieder so cool. Was ist hier los? Nichts. Wir kommen so zum Kaffeekränzchen. Bei den Gewaltigen. Elende Federlose. Blut soll fließen. Brüder, Blut. Redet doch mal in ganzen Sätzen. Ist daran so schwer? Ich habe das Gefühl, die Musik ist schon wieder... Weißt du, ich möchte erst mal während das ist alles leiser. Einfach weil mir gerade die Ohren dröhnen. So. Nein. Jetzt. So, jetzt mache ich auch mit. Das ist super. Ich liebe meine Bogenschütze. Die Musik ist etwas laut. Ja, ich hoffe, ich konnte das jetzt ein bisschen runterstellen. Warte. Ich würde ja... Ach so, jetzt. So. Ist während des Kampfes ein bisschen schwierig. Versuche es aber. Die Stimme mache ich trotzdem noch mal ein bisschen lauter. Also ich hoffe, es geht jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu leise ist, aber es ist zumindest nicht mehr zu laut. Zumindest für mich. Das Schlimmste ist, das klingt auch überall immer anders. Ich
will endlich meinen Mischpult haben. Könnte ich das direkt hier an der Seite regeln? Bist du nicht immer in die Einstellung? Mache ich überhaupt Schaden? Meine Füße beginnen schon wieder einzuschlafen. Der ist ein komisches Flugweg im Hintergrund. Dieser Teilhaus, ja. Schön wäre es. Gott, ganz ehrlich, ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich so ein Mischpult hätte. Ich glaube, wir hatten sogar mal eins, aber das ist kaputt. Es wäre halt auch allein mal wieder geil, so nach Corona, dann, wenn man mal wieder Partys macht. Gott, wie geil wäre das mit dem Mischpult? Ich habe schon eine geile Anlage. Mischpult dazu. Das wäre geil. Ich sehe schon, will ich jetzt durch ein schüchternes Umstehen. Ja. Ich stehe gerne rum. Hallo, Daddelmatz. Schön, dass du da bist. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag und einen relativ guten Start in die Woche. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Ich habe mir heute den Vormittag schön auf der Terrasse gemütlich gemacht. Schön Sonnenschein. So, gute Arbeit. Hier ist erstmal Ruhe. Ja. Die anderen an der linken Flanke haben Schwierigkeiten. Wir müssen mit dem Kommandanten dazu stoßen. Und du lass dich nicht überraschen. Es könnten sich noch welche im Unterholz verstecken. Ja, ja. Im Unterholz. Pass auf, gleich steht jemand hinter mir. Ja. Wie offensichtlich, ey. Das Vader! Maskierter Magier. Ah, ich verstehe. Frisches Blut für die Lanzenschwinger. Kein Wunder, dass man dagegen nicht ohne weiteres ankommt. Ich weiß nicht, ob das Mann oder Frau ist. Ah, doch, Mann. Aber was hältst du hiervon? Müssen die immer übertreiben? Erinnert mich gerade so ein bisschen an Kingdom Hearts. Dünne Stimme der Schöpfung, sende mir empor, eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Ein Schokomoppel! Okay, nein, das ist kein Schokomoppel. So, ich hatte nur eben. Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich an der Wurzel ausgerupft werden. Hallo? Nein. mein Tag war so toll, der Rest ist durchwachsen, war alles drin. In den Tiefen. Wenn ich was unternehmen, hätte ich schon die Birnenfratze bekommen. Sehr schön. Oh, das. Also, dein Tag klingt schon wieder so. Ja. er semi-gut. Aber dir auf jeden Fall viel Spaß beim Zocken. Ja, wie gesagt, bei mir war halt oder relativ entspannt. Lag halt eher auf der. Also, den halben Tag auf der Terrasse. Hab ein bisschen gelesen. Dann noch mit Frisches den Hasenkäfig angefangen. Und ja, wie mit den Katzen geknuddelt. Und jetzt seit fast 5 Stunden sitze ich hier und bespaße euch. Und bespaße auch mich selber, davon mal ganz abgesehen. Frisches liegt auch schon im Bett. Und da ich morgen nicht früh aufstehen muss, kann ich heute bis in die Puppe wach bleiben. Das Gute ist, dass er Urlaub hat und ich dann halt auch wirklich, wirklich länger schlafen kann, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen.
Ja, meistens, wenn ich dann wirklich so mit 10 mal schlafe, also nur wenn ich lange gemacht habe, früher stehe ich zwischen 8 und 9 auf, dann habe ich meistens so ein schlechtes Gewissen, weil er ist dann schon bei 3-4 Stunden wach, weil früh aufstehe. Und ich dann so, ja, Morgenmuffel, Langschläferin, Nachtmensch. Ah. Dann halt immer so. Aber er hat nichts dagegen, solange das natürlich nicht täglich ist. Und man nie was machen kann, aber. Das ist ja nicht der Fall. Ist ja relativ selten, dass ich mal so lange mache. Zur Zeit zumindest. Nicht ja auch mit am Bauzi, den wir haben. Unser kleiner dieser knuffliger Welpe. Little Jesus. Wenn sie nicht gerade beißt. Beziehungsweise, es ist kein Beißen, es ist Knabbern. Ja. Das ist einfach mal 25% vorbereitet. Letztlich. Ich bin so ausgelockt, war das 20 Minuten durch und hab nur 2 Stunden geschlafen. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich das machen würde, wenn das gehen würde. Ich würde dir so gern etwas von meinem Schultag abgeben, aber ich glaube, das ist leider nicht machbar. Ich kann nur versuchen, jetzt mit dem Stream dich so ein bisschen in die Bahn zu bringen. Bring die Uhr mit. Nächstes Mal würde ich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Ja, genau. Ich hab's auch gehört. Ein Askian also. Stifter von Chaos und Zerfall. Himmelsboten ist die Bezeichnung, die die wilden Stämme ihnen geben. Und unser Verdacht war also berechtigt. Die Ixal wurden also tatsächlich von dem Askians manipuliert. Und nicht nur sie. Ich freue mich schon immer so viel. Das war ein bisschen positiv. Oh, danke. Ach, zur Zeit übe ich einfach ja allgemein schon auf Wolke 7, also. Ich glaube, mit meiner guten Laune bin ich sogar schon fast anstrengend. Alles in Ordnung. Was für Ungeziefer sich hier versteckt hält. Lass mal sehen. Kein Zweifel, wie er uns beschrieben wurde. Das ist der Agitator, der die Ixer aufgewiegelt hat. Dann haben wir also unsere verdächtige Gestalt gefunden, oder? Richtig, endlich haben wir ihn. Wir hatten so eine Ahnung, dass hier etwas im Gange ist. Und offenbar lagen wir damit richtig. Ah, ich ahne die ganze Menge Arbeit. Danke für deine Hilfe. Rückzug. Vorwärts in den Rückzug rein. Macht Sinn. Hört einfach nicht auf mein dummes Gelaber. Ich laber heute einfach wieder nur Scheiße. Das ist schon... Oh Gott. Ganz ehrlich, in manchen Punkten bin ich froh, dass ich noch keinen Cutter habe, der irgendwelche Sachen zusammenschnippeln kann. Bleiben mir diese peinlichen Momente manchmal erspart. So kann ich mir selber aussuchen, welche Sachen ich zusammenschnipsel. Da bin ich ja zurzeit auch dran. Sagt das nicht zu laut. Scheiße, ja stimmt. Noch kann ich. Noch kann ich das laut sagen. Es bildet sich jetzt ein Gruppchen von Leuten, die solche Videos zusammenschneiden. Dann. Das traue ich dir, was aus Gemeinheit. Ey! Das ist nicht nett, ne? Wobei zurzeit bin ich ja sowieso dabei, meine kompletten Streams einmal. Und, also nicht alle, aber einige Sachen runterzuladen. Also. Ne? Die Clips reichen manchmal schon. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Melde dich bei deiner Rückkehr nach Gridania im Hauptquartier von Nofika Star. Und dort liegt eine Belohnung für dich bereit. Gott, ich kann schon nicht mehr lesen.
Da kommt dort nur noch Müll raus. Ein gutes Team, die Waldläufer und wir, oder? Wir helfen ihnen ab und zu aus der Patsche, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Übrigens sind wir gar nicht aus Gdania, sondern weitgereiste Fremde. Aus einer anderen Zeit. Zukunftsreisende. Aus der Stadt der Weisen und Gelehrten. Ja, wir kommen wirklich aus Verleihern. Aber woher hast du das gewusst? Bei dir ist das wohl klar. Was sagst du? Nichts. Oh, Papa Nemo, das ist nicht fair. Sag's mir. Dummkopf, weil du daher redest, als ob du über allen Dingen stehen würdest. Ja, aber den X-Anstifter habe ich immerhin ausgeschaltet. Stimmt's? Ja, Ida, du ganz allein. Dann bis bald, ja? Synchronisation, wann kommst du? Ich wechsle schon die ganze Zeit zwischen Wasser und Energy hin und her. Vor allem, wenn es mein letzter Energy ist. Weißt du, was ich da trinken soll? Und dann habe ich nur noch Wasser und Alkohol. Und Alkohol ist wohl keine Lösung. Alkohol kommt mir heute nicht ins Haus. Zu Wasser. Was bist du denn? Pass auf, Level 30. Ach so, nee. Okay. Schade. So, also. Jetzt einmal wieder zurück machen, oder wie? Ja, Tatsache. Gut. Okay. Dann einmal bitte wieder Rückführung. Auf und davon. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch noch in den Ostwald zu gehen, wegen Bestiarium. Würde ich dann nämlich auch gerne noch machen. Lade. Lade. Habe ich mal erwähnt, dass ich Ladebildschirme hasse? Bin da kein Fan von. Gar in welchem Spiel. Kann gerade so ein bisschen wie... Wie aus Prinzessin Mononoke. Kann mich aber auch täuschen. Wo renne ich eigentlich hin? Ich bräuchte jetzt so eine einmal so links, rechts, so eine Schelle, die einmal so links und rechts haut. Damit ich vielleicht endlich mal wieder die Karte richtig lese. Das ist das dritte Mal, dass ich mich verlaufe. Ich bin heute einfach nur noch durch. Ich bin komplett durch. Hui. Hui. Und weh, ich muss gleich wieder so viel lesen. Ich will nicht lesen. Dein Kommen wurde angekündigt. Du kannst weitergehen. Ja, bitte. Bitte lass mich rein. Hallöchen. Ah. Edara, vielen Dank für deine Hilfe im Immerschatten. Unsere Leute können noch einiges von dir lernen. Nicht nur die X-Ray hast du unschädlich gemacht, sondern auch noch denjenigen, der sie aufgewiegelt hat. Präzise Technik, gute Ausdauer, scharfer Blick. Du wirst mal Außergewöhnliches verbringen. Vertrau mir, ich kann das beurteilen. Nicht, kannst du das? Mishun hat die richtige geschickt. Kani darf sich glücklich schätzen, dass du für ihr Gdania kämpfst. Ich danke dir. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich glaube nicht. Älteste Saatseherin. Kani Senna. Synchronisation, endlich. Eure verdienstvollen Taten ehren euch, Kommandant.
Hallo. So. Und du bist jene Tapfere, die ihre Kräfte in den Dienst Gridanias stellt. Jupp. Ich bin Kan'e Senna. Ah, okay. Mir ist der Schutz und die Führung dieses Staates anbefohlen. Von deinen Taten habe ich schon viel gehört. Deswegen bin ich gekommen, um dir zu danken, im Namen Gridanias und in meinem eigenen. Es würde mich freuen, wenn du ein Zeichen der Anerkennung entgegennehmest. Bald findet ein Fest statt, das wir die Hohe Bundweihe nennen. Es ist ein Ritual, mit dem die Gebieter des Waldes beschwichtigt werden. Wir drücken auf diese festliche Art unsere Dankbarkeit aus, damit wieder Frieden einkehrt. Und du sollst dabei die Hauptrolle spielen. Oh, was für eine unglaubliche Ehre! Wir rechnen fest mit dir. Wären wir alle so festen Herzens wie du, so hätten wir nichts zu befürchten. Möge dich diese Stärke nie verlassen. Ich gebe mein Bestes. Einmal abschließen, bitte. Ja, Stufe 17. Wir sind ja Stufe 17. Du beginnst eine wichtige Persönlichkeit hier in Gridania zu werden. Dass sich die älteste Saatseherin persönlich so heraushebt, ist eine unvergleichliche Ehre. Und die Hauptrolle bei der Hohen Bundweihe. Als Fremde begreifst du vielleicht gar nicht, wie wichtig diese Funktion ist. Aber dir ist sicher klar, dass du dich gut vorbereiten musst. Vielleicht ist es besser, wenn Mijun dir alles erklärt. Du weißt, was sie bei Abenteuern wie dir an Vorwissen erwarten kann. Versteht nur eins. Ohne Hauptakteur kann die Hohe Bundweihe nicht stattfinden. Seid ihr der Verantwortung bewusst? Bin ich. Kennt doch jeder Stufe 17? Ja, stimmt. Stufe 17 ist bekannt. Stufe 17 hat jeder. So. Einmal hier hüpf. So, Nase läuft auch noch, das ist sehr schön. Komme ich von hier aus in den Ostwald? Wahrscheinlich nicht. Gut, ich würde wie gesagt gleich erstmal kurz in den Ostwald gehen. Da einmal ganz kurz ein bisschen was fürs Bestiarium tun. Dann hier einmal wieder zurückkehren. Wenn ich weiß, wie weit diese Quest jetzt hier so weitergeht. Mit diesem ganzen Erzählen. Und bevor wir in den Ostwald gehen, müsste ich noch einmal ganz kurz wohin verschwinden, weil mein Magen heute einfach mal keinen Bock hat. Mein Magen sagt heute nein. Und meine Magentropfen und Tabletten helfen mir so gar nicht heute. Dabei habe ich heute noch nicht mal groß was gegessen. Ich habe, glaube ich, nur Brötchen. Ich habe noch nicht mal was Warmes gegessen. Also eigentlich sollte mein Magen ruhig sein. Nochmal. Karte. Warte mal. Oh, schau mal, ob du den Kristall schon hast. Dann kannst du dich hier. Warte mal. Meinst du dann im Ostwald? Also den habe ich auf jeden Fall nicht im Ostwald. Was? Ostwald weiß ich, habe ich auf jeden Fall nicht dabei. Da war ich noch nicht. Komplett noch nicht. Nee. Nee, leider nicht. Müssen wir leider hinlaufen. Leider. Henry Stark. Ja. Weil geht man gerade? Ja, den meine ich. Ja, müssen wir leider noch. Oh, hier.
hinrennen. Wie gesagt, ich freue mich schon, wenn wir dann endlich mal ein Reittier haben. Das macht das Ganze dann erheblich einfacher. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch mit einem reinen Schokobo lang eiern können, aber ja, nee. Gerade nicht. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Hier noch einmal rum. Warum reitet man hier auf Schokobohnen? Dann kann er Schokobohnen. Du kannst ja auch auf komischen anderen Wesen reiten. Ich habe zum Beispiel einen Schokomoppel. Ich kann ihn nur nicht benutzen. Man darf ihn nur nicht benutzen. Die Reitfähigkeit doch nicht. Ich glaube, jetzt mit 20, 21, 22. Dann kann ich auch auf der Schokobohne reiten. Kann ich mit der Schokobohne durch die Gegend eiern. Ja, Kartograf Ostwald. Der Honighof. Sehr schön. Wir haben hier sogar... Ah, die Kappgeier. Stimmt. Jo, wo sind meine Bücher, die ich für die Dinge jetzt brauche? Oh, Schokobo. Schokobo, bau. Das ist jetzt ein anständiger Stream. Dadelmerz. Wie lang kennst du uns jetzt hier schon? Das hier und ein anständiger Stream? Nein. Einfach nur nein. Sehr nur das ständig. Wen kenne ich euch? Wie spät ist es? Ah, schön. Also, wir und anständig. Bis zu einem gewissen Grad sind wir anständig. Und bis zu einer gewissen Uhrzeit vielleicht auch. Aber dann irgendwann der doch nicht mehr. Ja, wir haben auch eine andere Seite hier in der Community. Unsere Schokoladenseite. Einige Monster sind einfach zu niedlich, um sie zu töten. Gut, der Baum jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber... So, das ein oder andere Monster ist einfach irgendwie quick-knuffig. Wobei... Das Wildschwein sieht ja aus, als hättest du eine Panther-Frisur. Jeder redet heute von Schokolade. Schokolade ist etwas ganz Tolles. Jeder liebt Schokolade. Schokolade verbindet. Schokolade klebt zusammen. Nichts geht ohne Schokolade. Nee, warte. Ich bleibe erstmal kurz bei Wasser. Gerade geht der Magen, deswegen. Erstmal Wasser. Schokolade, der Mörtel für gebrochene Herzen. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Schokolade hilft nicht immer. Und meistens bereut man die Fressattacken. Aber Schokolade ist geil. Seien wir mal ehrlich, Schokolade ist geil. Ich hab 5 Packungen Schokolade und das ist aber keine hier. Ich würde, ganz ehrlich, ich würde dir gerne welche von meiner abgeben, die wir von meiner Großmutter gekriegt haben. Aber leider kann ich sie dir durch die Cam nicht rüberreichen. Das geht leider nicht. Auch wenn ich es gerne machen würde. In Gedanken reiche ich dir ein Stück Schokolade. So, die Wildschweine habe ich.
Nee, ich habe nur anderen Süßkram. Ja, anderen Süßkram habe ich auch. Ich habe noch so Haribo-Krams. Und Chips habe ich noch. Danke. Ja, gerne. Gerne. Es hilft zwar nicht großartig, aber der Gedanke zählt. Der Gedanke zählt. So, wo sind die Kapgeier? Da sind die Kapgeier. Kapgeier, die auf Stufe 11 sind. Hallo, meine süßen Kapgeier. Wollt ihr fliegen lernen? Ach nee, ihr fliegt ja schon. Wollt ihr das Fallen lernen? Warum fallen die? Kapgeier, warum fallen die? Ich hätte gerne eine neue Fähigkeit. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie hätte ich gerne eine neue Fähigkeit. Ich bin so unzufrieden mit meiner Fähigkeitenliste. Ich hätte gerne eine neue. Bin süchtig danach. Ich will wissen, was ich noch alles kriege. Ich könnte nachgucken. Ich will mich überraschen lassen. Oh Gott, wir... 8 Kapgeier brauchen wir insgesamt. Puh. Ja gut, dann sind wir noch ein bisschen, dabei. Ja, manchmal sehe ich nicht, ob hier das Ding schon einmal rum ist. Einmal ausweichen. Stimmt, wir können mal gleich noch gucken. Wir haben hier noch ein Gildengeheiß. Das Ding können wir noch machen. Das hatten wir schon. Dann können wir das hier einmal machen. Stört ja nicht. Je nachdem, wann es dann stattfindet, kann ich dann da nochmal kurz nach oben verschwinden. Bin ja froh, dass es wenigstens nicht so lange dauert bis zum den Örtchen. Da geht's woanders hin. Da brauche ich nicht hin. Kapgeier? Sind hier noch Kapgeier? Wir brauchen Kapgeier? Kapgeier. Ja, ich glaube, wir haben sie erstmal alle erledigt. Fehlt nur noch 2. Da! Da ist einer gespawnt. 2 sogar. Ja. Und dich noch. Ja, ausweichen. So. Das hätten wir. Warte, kann ich das auch einmal abbrechen? So, warte, ich ziehe das einmal ganz kurz zurück. Und verschwinde jetzt trotzdem einmal ganz kurz. Dann kann ich mir auch gleich noch ein neues Wasser aus der Garage holen. So, dann wäre ich in, sagen wir mal, 5 Minuten ungefähr wieder da. Hol mir kurz Wasser. Mhm.